Ja, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Trains in World. Nach dem relativ gut angekommenen Livestream habe ich mir gedacht, gucken wir uns das Spiel doch einfach auch mal ein bisschen im Let's Play an. Und mit was könnte man anders anfangen als mit der ältesten Lokomotive? Und zwar der Baureihe 143. Und zwar haben wir hier das Exemplar, die 143-065-1. Gefühlt die einzige Maschine, die unterwegs ist. Ihr werdet noch sehen, warum. Und interessant, wir sind hier in Hagen Hauptbahnhof. Und die Lok kommt aus Cottbus und ist von DB Regio Nordost. Und wir fahren mit einem 767er Steuerwagen. Das ist die RB 56, glaube ich. Und wir können auch nichts schildern. Das mal angemerkt. Und jetzt rennen wir mal kurz nach vorne, weil wir sollten eigentlich schon abfahren. So, dann setzen wir uns mal hin. SIFA und PZB sind aktiviert. So, dann wollen wir jetzt mal abfahren. So, lösen. Vermutlich müssen wir noch einmal... Ach so, jetzt. Nö. Stelle die AFB auf 20 ein. Jetzt taste ich mich schrittweise heran. Freue mich. Und wir dürfen 40 fahren. Jetzt dürfen wir gleich 80 fahren. Irgendwann mal. Die SIFA funktioniert mittlerweile mal. Also im Stream, den der gute Sentex und ich gestern gemacht haben, hat die SIFA, ich glaube, eigentlich nie aufgetrötet, oder? Ich glaube, die kam nicht, ne. So, wir fahren hier jetzt erstmal durch den anschließenden Weichenbereich mit 40 km/h. Jetzt wäre es natürlich schön, einen Fahrplan zu haben, der mir sagt, wann ich hinter der letzten Weiche im anschließenden Weichenbereich bin. Also wann ich aus dem anschließenden Weichenbereich raus bin. Da wir das aber nicht haben, muss ich jetzt erstmal weiter mit 40 fahren. Weil mir das Spiel sagt, ich darf schneller. Dann handeln wir einfach mal nach dem Spiel, was das Spiel so sagt. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel sagen, also ich möchte vorweg nochmal sagen, ich bin dem Spiel jetzt bisher noch nicht voreingenommen. Ich hatte so meinen Ärger mit dem Rapid Transit Teil. Habe mir aber gesagt, dass ich Ruhrsieg Nord eine neue Chance geben werde. Ein bisschen wurde ich enttäuscht im Stream, das darf ich zugeben. Vor allem von der 185. Aber zumal zum Beispiel hier auch wieder so ein schöner Punkt ist, die Lok hat einen Regeldruck anscheinend von 4 Bar, also ich fahre mit angezogener Bremse. So ein Punkt, ne? So, ansonsten gucken wir uns hier mal um. Wir können während der Fahrt aufstehen. Das ist alles kein Problem. Oben ist das PZB 80R Eingabegerät. Oberstrom ist auf 0. Interessant. Schnell dürfen wir fahren, immer noch 100. Also wir sollen um 41 nach in Hohenlimburg halten, das werden wir vermutlich nicht schaffen. Das Spiel ist aber auch so gemacht, dass du eigentlich direkt den Hebel vorlegen sollst und direkt abfahren musst, um pünktlich zu sein.
Also zumindest ist der Fahrplanmodus so. Wir fahren jetzt ja gerade einfach mal einen Fahrplan. Szenarien gibt es ja nicht großartig. Also im Gegensatz zum Vorgängerteil haben sich die FPS ein bisschen gebessert. Ich muss jetzt aber auch zugeben, ich fahre hier jetzt gerade nicht mit den höchsten Einstellungen. Das verträgt mein PC nicht. Netterweise. Aber deswegen fahre ich mit Einstellungen, wo ich sage, die sollten noch zumutbar sein. Gehen wir mal hoch auf die 120. Kann ich eigentlich quasi mit realistischer sie verarbeiten? Okay, wenn ich die SIFA gedrückt halte und loslasse, bekomme ich instant eine Bremsung reingedrückt. Seht ihr hier jetzt gerade ganz schön. Wir sind jetzt gerade bei 86 km/h. Interessiert aber nicht, dass wir gerade eine Bremsung bekommen haben. Die Lok schaltet von alleine wieder auf. Das ist nett. Finde ich cool von der Lok, dass die so mitdenkt, dass ich direkt wieder fahren will. Könnte ja sein, dass ich gerade umgekippt bin. So, Hagenhohen-Limburg ist in 9,6 Kilometer. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Wird sportlich. Auch finde ich es schön, dass die Kilometrierungstafeln an den Oberleitungsmasten alle vom Masten weghängen und nicht einfach am Mast dran gehängt sind. Ist falsch. Aber wir wollen ja nicht nur rummeckern. Was ist das hier eigentlich? Okay. Also ich muss selber zugeben, ich habe mit der Lok noch nicht so viel experimentiert. Also ich bin gerade selbst so ein bisschen Neuling noch da drin. Ich bin die 143er zwar mal im echten Leben schon gefahren. Für alle, die es nicht wissen, ich mache ja eine Ausbildung bei der DB Regio in Stuttgart. Und wir haben die Lok zwar mittlerweile abgegeben, alle zum Verschrotter gebracht. Ich glaube zum Bender nach Opladen, also nach Leverkusen. Aber im ersten Layer mit dem Ausbilder bin ich da schon mal drauf unterwegs gewesen. Oder auf Schwesterfamilien wie der 12er, 14er. Ist man doch schon mal rumgekommen. Und da kommt der erste Gegenzug. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die hier alle mit relativ niedrigem Stromabnehmer fahren. Also das sieht wirklich so aus, als ob der eingefahren wäre. Wir können uns das ja mal bei uns angucken. Ja, wir gehen jetzt mit den 2. Können wir uns das Ganze auch mal in einer Vorbeifahrt oder so angucken. Gehen wir mal hier hin. Die Pause-Taste gibt es aber dieses Mal wieder nicht.
Also wenn man Screenshots machen will, geht das vermutlich nur im Stand. Aber es sind immerhin einige Leute mit unserem Zug unterwegs. Also geht schon. Wir können auch mal den Kraftsteller irgendwie auf 70% zurückstellen. Okay, muss man nicht bestätigen. In 1,3 Kilometer sind wir in Hohenlimburg. Deswegen schalte ich jetzt mal die AFB aus und lasse einfach nur noch rollen. So, in 500 Metern. Wir lösen noch mal aus. Also der löst deutlich zu früh aus. Das muss ich einmal sagen. Jetzt stellen wir den Türwahlschalter nach links und geben die Türen frei. Jetzt gucken wir doch mal, steigen da auch wirklich welche aus? Nö. Die Türen sind aber offen. Der Fahrmotorlüfter ist von alleine ausgegangen. So, dann gucken wir mal raus. Gut. Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Türen verriegeln. Hier muss man mit Zwangsschließen arbeiten. So, dann Fenster hoch. Hinsetzen. Und jetzt haben wir noch einen Haltepunkt vor uns. Und das ist Lethmate. So, die angezeigte Geschwindigkeit gilt bereits bei Abfahrt des Zuges. Das heißt, wir fahren jetzt mit 40 km/h hier lang. Finde ich nur interessant, wo er mich mit 40 km/h hier lang fahren lassen will. Ist das jetzt, es geht ins Gegengleis, oder? Na, wie will der mich hier in Hagen und Limburg schicken.
Es geht ins Gegengleis. Ich habe aber tatsächlich keinen Gegengleisfahrauftrag. Normalerweise würde ich jetzt sofort stehen bleiben. Wobei, wir sind noch im Bahnhof, glaube ich. Da ist das noch nicht verkehrt. Aber dann muss das hier ja ein Zwischensignal gewesen sein. Wo geht's jetzt hin? Ah, da ist ein Gegengleisfahrauftrag. Ah, ZS6. So. Wir sollen hier jetzt ein bisschen im Gegengleis fahren. Beschleunigen wir mal ein bisschen auf 70 km/h oder so. In 800 Metern oder in 700 Metern sollen wir ja eh wieder runter auf 40. Okay. Wohin geht's hier genau? Ich verstehe immer noch nicht, warum er mich jetzt hier im Gegengleis fahren lassen. Vielleicht hat er da eine Rotausleuchtung, das weiß ich jetzt nicht. Okay, interessanter Fahrweg, muss ich sagen. Kommen die Züge nach Iserlohn auf Gleis 1 an? Weil der lässt mich hier jetzt die ganze Zeit mit 40 km/h rumfahren. Läuft bei dem. Aber immerhin haben sie die PZB um einiges überarbeitet. Das muss man ihnen mal lassen. Das haben sie dann doch gemacht. Also die PZB ist mittlerweile um einiges zuverlässiger als damals bei Rapid Transit. So, dann kommen wir jetzt hier in Ledmate an und das ist dann auch das Ende der ersten Folge. Beim nächsten Mal werden wir ein bisschen anders unterwegs sein. Mal gucken, wann wir das erste Mal wirklich bis nach Finnentrop kommen. So, wir verlieren dann.
So. Links freigeben. Und Türen entriegeln. So, am Bahnhof. Finde ich auch wieder geil, dass es eine, dass die direkte Bremse prozentual eingestellt wird. Ich finde es auch schön, dass man als Spieler einfach die Türen auf der falschen Seite öffnen kann. Naja, aber schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr davon mehr sehen möchtet. Und ja, dann werden wir, denke ich mal, uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wir müssen nochmal einsteigen und die Türen verriegeln. Da war ja was. Türen verriegeln und schließen. Gut. Das haben wir geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye.